Hallo ihr Lieben, schön, dass ihr da seid zu unserer Ermutigung heute. Du sollst nicht begehren, was dein Nächster hat. So heißt das zehnte und letzte Gebot. Und ich persönlich finde, dieses hier, das zehnte, ist das schwerste von allen Geboten. Warum? Weil es hier um eine Gefühlsregung geht. Und solche Gefühlsregungen, die können wir ja nie wirklich kontrollieren. Etwas begehren, also etwas innerlich haben wollen, das kann man ja nicht steuern. Ich begehre zum Beispiel volle Kirchen am nächsten Sonntag. Das wäre toll, wenn die Gottesdienste so richtig aus allen Nähten platzen. Das will ich innerlich. Mein Herz will das. Das kann ich nicht steuern. Das ist ein Begehren, oder? Und jetzt sagt das zehnte Gebot, du sollst nicht begehren, was deinem Nächsten gehört, was dein Nächster hat. Mit anderen Worten, du sollst nicht neidisch sein auf das, was andere haben, denn Neid ist ungesund. Sei zufrieden mit dem, was Gott dir schenkt. Dass allerdings diese Zufriedenheit mit dem, was Gott mir schenkt, das kann ich tatsächlich trainieren, einüben. Das kann ich nämlich trainieren durch Danken. Wer dankt, der ist zufrieden. Wer dankt, der hört auf das zu schielen, was er auch noch haben könnte, weil es andere haben. Also will ich heute in meinem Morgengebet mal ausschließlich danken. Ich will um nichts bitten. Ich will nur danken heute. Für meine Frau und meine Familie, für die Wohnung, in der ich leben darf, für meine Nachbarn und Kollegen und Freunde, für euch, die ihr jetzt zuhört, für unsere Kirchengemeinde, auch wenn sie wirklich nicht perfekt ist. Für unser Auto und für die Leute, die tatsächlich am Sonntag in den Gottesdienst kommen, auch wenn es nicht so viele sein werden, dass die Kirche aus allen Nähten platzt. Heute will ich mal ausschließlich danken. Denn danken, denke ich, danken hilft, das Neidischsein zu verlernen. Und damit das Gebot, du sollst nicht begehren, was dein Nächster hat, ernst zu nehmen. Macht ihr mit? Ich wünsche euch einen guten Tag, ihr Lieben. Ihr seid herzlich eingeladen zu unseren Gottesdiensten am Sonntag. Wir feiern um 9 Uhr, um 9.30 Uhr, um 9.30 Uhr in Bernbach, um 10.45 Uhr hier in Springstille und um 14 Uhr in Breitenbach. Ich würde mich freuen, den einen oder anderen von euch zu sehen. Seid behütet, seid gesegnet, passt gut auf euch auf, passt aufeinander auf und bis Sonntag. Oder aber bis kommenden Dienstag, denn dann gibt's die nächste Ermutigung. Ciao, macht's gut.